Nachhaltigkeitsdebatte in der Frage, sagen, wie kann eigentlich weltweit so ein System, wie ein Finanzmarkt funktionieren und was sind da, sagen, was ist da möglich an Renditen und was ist da auch nicht möglich und welche Folgewirkungen und Auswirkungen hat es dann. Vermögensabgabe, also ich sage Ihnen ehrlich, wir basteln sozusagen an dieser Frage der Höhe, basteln wir noch. Weil es uns ja also auch nicht darum geht, jetzt irgendwie krampfhaft irgendjemandem Geld abzuziehen, sondern wir da ein Instrument brauchen, mit dem wir die Frage Folgekosten angehen können. Deshalb habe ich Ihnen da sozusagen nicht, weil ich irgendwie den Steinbrück gebe, sagen jetzt nicht sozusagen die exakte Antwort, was Größe und Dimension angeht, sondern ich kann Ihnen nur sagen, da eine Richtung sagen, an der wir da auch verhandeln wollen und verhandeln müssen, dann in der Situation, wo klarer ist, mit welchen Gesamtkosten, sagen wir, aus dieser Frage Finanzierung, Finanzmarkt, Krisenkosten dann auch tatsächlich rauskommen. Jürgen Trittin hat neulich auf einer Veranstaltung gesagt, bei Mittelständlern machen Sie sich keine Sorge, ihr mittelständischer Millionär um die Ecke wird es überleben. Aber wie gesagt, da in den genauen Bereichen, da müssen Sie mir ein Stück nachsehen, da jetzt geben die Frage. Aber vielleicht Flucht. So viel als Größenordnung. Es geht um Netto-Millionärsvermögen. Also nicht um Schuldenanteil, sondern alles, was reines Vermögen, also beim Haus, ein Haus, was einen Wert hat, ohne Schulden von über 1 Million pro Person. Das ist sozusagen Vermögen, um das es geht, was besteuert werden soll. Auf Zeit, also auf eine bestimmte Zeit und es geht eher um einen einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr, aber dann über mehrere Jahre. Also schon um einen relevanten Einnahmenbeitrag, aber bezogen auf eine sehr einkommensstarke und nicht einkommensstarke, sondern vermögende Gruppierung. Das ist ja ein bisschen die Antwort auf, wird das Vermögen dann fliehen? Also ein Teil des Vermögens kann man nicht ohne weiteres in die Schweiz verschieben, jedenfalls nicht in einer Geschwindigkeit, wo man es nicht vorher einfangen könnte. Also beim Häusle verschieben. Das wäre Teil 2 der Antwort gewesen. Dann die Frage, sagen wir, Bürgschaftsprogramme. Also sagen, es gibt einerseits ja die Bürgschaftsprogramme jetzt in der Krise, spannend übrigens, die Bundesregierung klärt uns im Haushaltsausschuss immer auf die Frage, gibt es eine Kreditklemme, sagte Gutenberg neulich. Nee, eine Kreditklemme gibt es nicht, es klemmt nur bei den Krediten. Das beschreibt so ein bisschen die Politik, die Koalition da gemacht hat. Also eine Bankenrettung, die begründet wurde damit, wir wollen nicht die Banken retten, sondern die Funktionsfähigkeit des Systems. Und wenn das Finanzsystem zusammenbricht, funktioniert die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten nicht mehr. Richtige Argumentation. Interessanterweise 480 Milliarden Euro Risiken der Steuerzahler maximal auf dem Tisch und trotzdem sozusagen geht die Vergabe von Krediten nicht mehr. Was ist Resultat? Nicht mehr steuert die Bankenrettung nach, damit es funktioniert, sondern macht sozusagen extra Bürgschaftstöpfe und steigt als Staat selber in die Kreditversorgung nochmal mit ein. Aber wäre nochmal ein eigenes gesondertes Thema. Das, was du angesprochen hast, ist ja mehr diese Frage. Was ist explizite Verschuldung und was ist implizite Verschuldung? Das heißt, was gibt es neben der Verschuldung noch an jetzt schon vorhersehbaren zukünftigen Kosten? Also wo habe ich sozusagen nicht Geld bei der Bank oder bei Anlegern draußen, sondern wo habe ich schon Versprechungen draußen, die auch noch dann später von mir beglichen werden muss? Also natürlich ist sowas wie Atomenergie eine gigantische implizite Verschuldung, weil wir wissen, da kommen so massive Kosten auf uns zu. In der Frage Lagerung, das macht die Industrie nicht, in der Frage Rückbau der Kraftwerke, das wird sie nicht komplett machen, und in der ganzen Frage Nachsorge plus alles, was sozusagen ein Risiko damit da ist, wo sozusagen die gesamten 82 Millionen Deutschen eine gigantische Versicherungsgesellschaft sind, die gratis für Atomkraftwerksbetreiber versichert. Ist aber natürlich auch sowas wie eine Frage Rentenzusagen, ganzen Bereich Pensionen, sind natürlich auch implizite Schulden. Also im Grunde kann man sagen, sie haben real zu dem, was an Schulden sozusagen in den Büchern steht, immer nochmal sagen, das ist so etwa die Variation bis zu 2,5-fache nochmal sozusagen an impliziter Verschuldung, die diese Gesellschaft mit sich rumträgt. Das muss man sagen, einfach wissen, das relativiert natürlich auch nochmal diese Frage, wie sehr kann ich nur so eine BIP-Relation meiner Schulden zum Maßstab von der Politik machen, weil natürlich
sehen, das Land Baden-Württemberg wäre gut beraten, sich darauf vorzubereiten, dass nun die Pensionszahlungen für Lehrerinnen und Lehrer dann zunehmen, wenn sozusagen starke Jahrgänge da in Pension gehen, die auch sagen, zum Glück ja sagen, alle eine längere Lebenserwartung haben, als das früher der Fall war. Aber das ist ja alles, was eine Politik langfristig mit im Blick haben muss und wo ich vor allem eben auch gucken muss, sagen, an welchen Stellen muss ich da auch transparenter und besser werden. Nämlich, indem ich so, solche Kosten auch tatsächlich einkalkuliere und nicht so tue, als wäre sagen, der Ausstieg aus dem Atomausstieg was kein Geld kostet, sondern es wird uns massiv zusätzliches Geld kosten. Es gibt immer sagen, eine Sitzung im Jahr, die im Haushaltsausschuss immer besonders denkwürdig ist. Da geht es dann immer, einen Bericht um diesen Versuchsreaktor da in Karlsruhe, die WAK. Kommt jedes Jahr der Bericht, den ich immer kurz zusammenfassen kann mit: Ups, wir haben noch ein bisschen mehr strahlendes Material gefunden. Naja, so und so viele Millionen mehr wird es dann am Ende schon kosten. Das Ganze wird noch mal so viele Jahre länger dauern mit dieser Verglasung, aber im Übrigen sind wir positiv gestimmt, wir werden es irgendwann mal hinkriegen. Und Atomkraft ist eine sichere Angelegenheit. Und wenn der Abgeordnete Bonde fragt, was die Anteile der Industrie sind, dann wird geantwortet: Ja gut, die sind bereits abgegolten, aber es gab da ja auch ein großes gesellschaftliches Interesse dran, dass wir da an dieser Stelle, Sie kennen den Rest der Argumentation. Also was ich dann sagen will, ist, die Frage ist richtig, wenn natürlich an genau solchen Stellen, in dem Moment, wo die ökologische Frage nicht gestellt wird, sozusagen haushalterisch das Ende dann noch wesentlich dicker ist, was da auf einen Zukunft, wenn man die richtige Politik hat. Aber weil du das Beispiel Karlsruhe erwähnt hast, das Schließen, Stilling und Entsorgen des Versuchsreaktors Karlsruhe, das war ja keiner, der ja richtig Strom produziert hat für die Sinn, sondern Versuchsreaktor. Bisher über 2 Milliarden gekostet hat, nur die Entsorgung. 2 Milliarden ein Versuchsreaktor. Weil das ist sozusagen der erste, an dem exemplarisch alles gemacht wird, was bei allen anderen Reaktoren, die wir abstellen wollen, selbst die CDU ist ja irgendwann mal abschalten, irgendwann mal tun muss. Also das ist schon ziemlich wichtig. Ich will an der Stelle noch was anderes einfügen zu deiner Frage, was haben wir für implizite Zukunftsschulden? Etwas, was noch gar nicht etatisiert ist, ist die Tatsache, dass wir uns ein unglaublich aufwendiges Infrastruktursystem geleistet haben. Schiene, Straße, Wasserstraße. Wir haben quasi 50 Jahre lang so gebaut, als müssten wir nie sanieren. Wir haben immer sozusagen Neues zugebaut. Wir haben jetzt auch im internationalen Vergleich ein richtig üppiges Verkehrsinfrastruktursystem, wo sozusagen Jahr für Jahr die Kosten für Sanierung und Erhalt sich vergrößern. Im Moment geht es irgendwie so in der Form, wie dass der Anteil der Sanierungsinvestitionen immer mehr wächst. Wir sind inzwischen bei 50% Sanierungskosten im Investitionshaushalt Verkehr. Das heißt, grüne Positionen werden nicht dadurch durchgesetzt, dass die Überzeugung wächst, sondern die pure Not, dass es tun muss, weil du irgendwann mal Brücken einfach sanieren musst. Das kann man Beispiel USA sehen. Du kannst einige Jahre, manchmal vielleicht auch anderthalb Jahrzehnte oder so, Sanierungsarbeiten aufschieben, aber dann kommen sie unweigerlich. Oder du hast so eine schlechte Infrastruktur, dass es nicht mehr funktioniert. Das sind Folgekosten einer Infrastruktur- und Lebensform, die wir nicht wirklich in die Zukunft reingerechnet haben. Wir bauen immer noch weiter, als bräuchten wir nicht mal viel Geld für